Hallo, die Degustabox Cold ist da. Ich bin wohl im letzten Lieferrhythmus gewesen, habe die also etwas später bekommen als andere. Dann packen wir direkt mal aus und schauen, was drin ist. Wie immer eine Übersicht. Und also gibt es ja nur viermal im Jahr. Bin da also immer recht gespannt. Oh, sieht schon mal ganz witzig aus. Milka Schokosnack. Jetzt noch lockerer. So. Die Milchschnitte von Milka ist aber wahrscheinlich mehr Schokolade drum. Eine Portion 160 Kalorien. Dann geht es ja. Islos, griechischer Feta, also geschützter Ursprungsbezeichnung, also nicht hier so ein Feta-Art oder Kuhmilchkäse oder wie man das auch immer nennt, zumal ja ein Feta auch original aus Schafsmilch und Ziegenmilch ist, keine Kuhmilch. Dann haben wir So Good So Veggie. Ach, der ist kaputt. Wollen wir direkt mal reklamieren. Da sind die übrigens immer sehr großzügig und versenden das als Ersatz. Ein Emmy Kaffee Latte. High Protein, das ist natürlich der neueste Trend. High Protein, da ist der Deckel noch von. Gazzi Grillkäse, der ist eigentlich immer dabei. Kräutergenuss mariniert. Ja, quietscht so schön zwischen den Zähnen. Petrella mit frischen Kräutern. Ein Flammkuchenteig von Tante Fanny mit Dinkel. So, können wir mal süß belegen. Ja, so, warum haben die diesen Scheiß Joghurt da, den Veggie-Joghurt nicht eingepackt? Griechischer Sahnejoghurt. Super lecker. So, packe ich das hier ein. In Papier, so, genau die gleiche beschissene Verpackung, aber heile angekommen, weil im Papier eingepackt. Gläserinnen, Molkerei, Bio-Buttermilch, Drink, Powerbeeren. Ne, Bärenpower. Ja, was sind denn Bärenpower? Heimischen Rüben, Zucker, drei kräftige Bio-Bären. Ja, halt eine Buttermilch. Und Love it, pflanzlicher Grießpudding. Das ganze vegane Scheuch geht mir alles auf den Sack. Naja, ab und zu schmeckt das ja ganz gut, aber richtig schmeckt es halt noch besser. Um mal zu zeigen, die Kühlakkus sind noch richtig gefroren. Ja, irgendwie scheint mir das. 5, 6, 7, 8, 9, 10 Produkte. Ja, toll ist was anderes, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Scheint mir einen Wert von 20 Euro zu haben. Ja, so doll. Es gab schon mal bessere Coldboxen. Wie dem auch sei. Bis zur nächsten Box. Einen schönen Tag euch zusammen.